Okay? Ja, wir sind zurück. Und falls Sie jetzt gerade erst eingeschaltet haben, ich bin nicht Puffy. Ich bin Bully Herbig. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig verstanden habe. Bully Herbig. Also, nein, also. Anscheinend ist Markus Söder ein Fan von Bully Herbig. Und hält ihn für den witzigsten Mann in Deutschland. Wie ist sein Name nochmal? Bully Herbig. Wer das? Nein, Moment. Nein, das kann nicht stimmen. Nein, da gibt's andere. Nein. Da hat er einen über den Durst getrunken. Da gibt's ganz andere. Ja. Aber wer wäre denn? Darf ich noch mal das Foto seiner Tochter sehen? Das wäre doch was für Bully Herbig. Nein, egal. Ich darf übrigens heute feierlich an Puffys Stelle verkünden, dass nicht nur die Wok-WM am Samstag ausverkauft ist, nein, auch die Autoball-WM am 16. Dezember ist schon komplett ausverkauft, meine Damen und Herren. Sensationell. Bam! Puh, keine Karten mehr. Ja, Hammer. Ja, Hammer. Toll. Glücklicherweise läuft das alles ja auch bei ProSieben im Fernsehen. Und die Wok-WM findet statt am Samstag. Nur leider ohne Puffy. Ja, aber ja. Puffy, komm, hier nochmal für dich ein kleiner Aufmunterer. Komm. So, ja. Du kommst hier, du bist noch. Ja, aber. Okay, Puffy ist nicht dabei. Aber es sind mehrere. Puffy ist dabei. Nein, Puffy ist nicht dabei. Nee, aber. Aber Elton ist dabei, Joe Kelly, Fabian Hambüchen und viele andere. Wer was? Evelyn Bodecki fährt mit. Wer fährt mit? Ich kann dich nicht verstehen. Nimm doch mal die Maske ab. Wer? Evelyn Bodecki fährt mit. Wer kenne ich nicht? Wer ist das? Gut. Am Freitag? Ja. Nee, ich fahre nicht mit. Ich schaue mir das schön am Fernseher an. Ja. Und am Freitag findet übrigens schon das Qualifying zur Wok-WM statt. Diesmal mit einer ganz neuen Disziplin, dem, aufgepasst, Wok Jump Speed Gliding. Walk, Jump, Speed, Gliding. Mehr dazu am Freitag, 22.30 Uhr, hier auf ProSieben. Ja. So. Und apropos Super-Events, ist Ihnen eigentlich klar, dass in 2 Wochen die Fußball-WM startet? Ja? Apropos Fußball, am Montag wurden die Achtelfinalpaarungen der Champions League ausgelost. Da sind unfassbar gnadenlos starke Mannschaften dabei. Hören Sie mal gut zu. Höchst attraktive, aber ebenso schwere Gegner für die deutschen Clubs, wenn Sie denn mal schauen wollen. Paris Saint-Germain, Manchester City. Manchester City. Der große Verein Manchester City. Ich hab hier irgendwo eine Liste von der Redaktion bekommen, was da noch für tolle, großartige Vereine dabei sind. Unter anderem Juventus Urin, Atletico Madrid, FC Liverpool, AA Mailand, WC Freiburg. Ach, der ist schön. FC Kaiserslautern. Scheiße 04. Klostein Kiel und natürlich Darmstadt 98. Darf nicht fehlen. Ja. 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 So. Und wer hockt jeden Tag vor der Glotze und guckt sich jedes Spiel an? Bully Herbig. Ja, gut. Sieht schlimm aus, ist aber nicht so schlimm wie 1, 2, 3, 4. Rippenbruch. Wir wachen Rippenbruch. Ah, ja. Jetzt kommen wir gleich mal zum eigentlichen Fußball-Highlight des Monats. Die WM in Katar steht vor der Tür und alle fiebern diesem Ereignis entgegen. Also fast alle. Also vielleicht auch, beziehungsweise niemand. Aber wir freuen uns trotzdem irgendwie ein bisschen, oder? Also ein bisschen freuen wir uns schon drauf, oder? Ja.
Nur noch wenige Tage bis zur Fußball-WM. Sorry, jetzt können Sportarten wie Radfahren oder Turmspringen erstmal schön abstinken. Oh my goodness! Logischerweise findet nach der WM in Russland und vor der WM in Nordamerika das größte Turnier der Welt dieses Mal genau hier statt. Einige Spieler wollen in Katar übrigens mit Aktionen auf die Missstände bei den Menschenrechten aufmerksam machen. Doch die katarischen Offiziellen haben schon erklärt, wie sehr sie alle Menschen willkommen heißen. Lass uns zum Beispiel über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen. Aber im Gesetz ist Homosexualität verboten. Weißt du, was Haram ist? Ja, Haram, eine Sünde. Sie finden, Schwulsein ist Haram? Ja, es ist Haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es Haram? Es ist ein geistiger Schaden. Da sind wir aber froh, dass wir in einem Land leben, wo jeder tun und lassen kann, was er möchte. Die WM in Katar haben wir der FIFA zu verdanken. Gott sei Dank haben dort korrupte Sportfunktionäre keine Chance. Die meinen, sich eine WM einfach so kaufen zu können. Ich habe gar Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind sie mir im Kopf nicht normal oder was? Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Ich schaue ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Also eine weg. Das habe ich noch nicht erlebt, so was Dreckiges. Schicken Sie mir den Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld nicht weiß überwiesen. Dreckschwein. Die angereisten Fans sind schon voller Vorfreude. Am liebsten würden sie selbst den Ball kicken. Sie wollen endlich ihre großen Idole kicken sehen, denen sie schon ihr ganzes Leben nacheifern. Und die bei der WM wieder Fußball vom Feinsten zeigen werden. Da die WM mitten in der Saison stattfindet, sind die Spieler übrigens topfit. Was haben Sie da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem FIFA? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt. Okay. In Katar präsentieren die Kicker ihre neuesten Tricks. Manchmal tricksen sich die Spieler dabei sogar selbst aus. Und mitunter tragen sich sogar die Torhüter in die Torschützenliste ein. Ich kann's jedenfalls kaum erwarten. Also, danke FIFA für diese WM. Ihr habt echt einen Orden verdient. Irre.